Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu weiteren Part von Princess Peach Showtime. Nicht wundern, wenn meine Haare gerade so ein bisschen komisch aussehen. Ich war gerade duschen und ja, nehme jetzt gerade auf danach. Deswegen, ja, nicht wundern. Normalerweise sehen meine Haare ein bisschen anders aus. Gut, und jetzt öffnen wir diese mit Funkelkraft. Diese Tür mit Funkelkraft. Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Wie viel sind es dieses Mal? Es sind 20. Okay, steigert sich scheinbar immer im 5er-Schritt, ne? Und ich bin noch immer überrascht, wie wenig Funkelkristalle man eigentlich braucht. Weil, sind wir jetzt ehrlich, die wirklich einfach zu finden sind, das reicht allemal. Da kommt man sicher immer auf die Zahl. Also auch wenn man jetzt nicht auf die 100% spielt, sondern einfach nur die Level durchspielen möchte. Ja, und ich bin gespannt, was uns hier für ein Gegner erwarten wird. Der erste war nicht so wirklich mein, ich sag mal, Fall. Da bin ich nur ein bisschen blöd durcheinander gekommen immer wieder. Das war dieser Bombenvogel. Oder Discovogel, glaube ich, hieß der. Ja, und dann kam diese Schlange. Die war schon ein bisschen besser, der Kampf. Da wäre ich auch fast down gegangen, muss man sagen. Deswegen sind wir gespannt. Ihr seid also Peach und Stella? In Frau Grapes famoser Vorstellung seid ihre Statisten. Versucht das ruhig, aber ihr könnt niemals gewinnen. Okay, das stellt eine Katze dar. Oder glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich besiegen? Mich, die Wächterin dieser Türe, Schnurr? Ich werde euch diese Überheblichkeit von euren frechen Gesichtern wischen. Ja, und wer bist du genau? Ich will einen Namen von dir. Lichtspiel-Tazi. Alles klar. Was ist das bitte für ein Name? Ich bin gerade in so einem Wohnhaus. Hey, muss ich mir jetzt ein Loch aussuchen, oder? Achso, das war eine Bombe. Nein, das war ein Treffer. Ich schneide es noch nicht ganz, wie das funktionieren soll. Ja gut, die Bombe wurde... Ah, okay, gut. Das ist nice to know. Gut, okay, der stellt das weg und ich muss das in die Mitte auf alle Fälle, weil jetzt kommen wieder diese Katzenpfotner. Warum wurde ich da jetzt getroffen? Ich hätte springen müssen, oder? Das waren schon zwei unnötige Treffer auf alle Fälle. Also die Bossgegner sind nicht immer leicht zu durchschauen, das muss man auch sagen. Bei den ersten beiden hat es auch kurz mal gedauert, aber gut, beim zweiten ja weniger bei der Viper, aber hier auf alle Fälle. Das. Achso, jetzt wurde ich weggebounced einfach. So, jetzt kommt dann gleich wieder die große Pfote, nicht wahr? Mann! Schon wieder! Also das ist das. Also die Bombe ist wie so eine Art kleines Spielknäuel für die Katze. Okay, das war kein Treffer. Er probiert es aber nochmal. Ey, der Kampf ist aber langwierig. Wann schießt denn endlich runter? Und dann muss er die Bombe zerhauen. Ja, jetzt kommt's. Okay, also die Phasen dazwischen sind nicht ohne. Gut, zweiter Treffer. Schön B-Spam. Nice, Hammer. And now, what's the next? Da kommt wieder die Maus. Aber das Ausweichen ist ja nicht schwierig, aber es ist halt nur lästig, weil es so lange dauert. Ich kann das auch nicht mit Funkelkraft oder so, ne? Geht gar nicht. Doch, kann ich. Ich kann ihm einen Hit mitgeben. Ah, jetzt kommt eine zweite Pfote. Oder wie?
Nee, das, der ballert hier jetzt die Bombe wieder. Also jetzt ist einfach alles ein bisschen durcheinander. Kommt schon wieder mit der Pfote. Gibt's doch gar nicht! Er schießt wieder weg. Okay, also ich muss aufpassen, dass die ja in der Mitte bleibt, weil wenn das schief geht, dann muss ich den ganzen Zirkus dann nochmal machen. Aber jetzt kommt er. Gut, das heißt, wir haben den Bosskampf schon so gut wie erledigt. Und adios. So, und wie, du hast noch einen vierten Treffer, den du brauchst. Nice, das reicht. Das reicht auf alle Fälle. Gut, das heißt, wir haben es geschafft. Also bei dem Bossgegner muss ich jetzt wirklich sagen, das Schema war nicht so eindeutig wie bei den anderen. Also das, der hat das komplett durcheinander gemacht. Das gefällt mir bei den Bossgegnern aber. Aber so krasse Herausforderung war jetzt dann auch wieder nicht. Am Anfang sah es kurz danach aus, aber gut, das waren bis jetzt alle Gegner, aber irgendwie. Denkst du so, Alter, was können die alles? Ich bin gespannt, wenn es am Schluss einen Bossmarathon oder sowas geben sollte. Also alle einmal durch. Also, da wird's schwierig dann. Das wäre ein harter Brocken. Wenigstens ist auf diesen Stockwerk jetzt auch wieder Normalität eingekehrt. Du bist jetzt schon in so vielen Theaterstücken aufgetreten, dass du mit allem fertig wirst. Da bin ich zuversichtlich. Ja, aber es ist noch nicht vorbei. Hä? Was ist denn das jetzt? Das ist der Aufzug des Theaters, ob die Fäden und diese gruseligen Türen blockiert hat. Na, ach lol! Na endlich! Vielleicht funktioniert er jetzt wieder, weil wir die unteren Stockwerke befreit und so Graves Kraft geschwächt haben. Jedenfalls können wir jetzt damit bequem und schnell in den Keller fahren. Wollen wir es gleich ausprobieren? Boah, Alter, beim letzten Mal habe ich noch geflucht, warum es sowas nicht gibt. Es gibt's eh, aber erst ab dem Stockwerk. Bis dahin wirst du ja alt. Gut, ich wüsste jetzt halt nicht, was ich da im Keller tun sollte. Tatsächlich. Also ich kann mir jetzt so aussuchen, wo ich hingehe. Im zweiten Stockwerk erst, ey. Hätte man den Bossgegner ruhig ein bisschen früher machen können. Tatsächlich. Ja gut, wie gesagt, ich kann hier jetzt gerade relativ wenig machen. Weil es gerade kein Funkeli gibt. Aber wir können gleich direkt weiter zum dritten, ne? Oh, wobei, ich könnte vielleicht noch beim Shop vorbeigucken nachher. Wobei, nee, das mache ich im nächsten Part dann. Ist auch kein Problem. Ich meine, ich werde ja sowieso jetzt öfters diesen Aufzug verwenden müssen. Da wahrscheinlich jetzt einige Funkeli befreit werden. In den nächsten Parts. Apropos Part, der ist natürlich viel zu kurz, deswegen, was haben wir denn hier? Ah, das ist die Ninja. Das da vorne ist, glaube ich, die Meisterdiebin. Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Und die Lupe. Ah, okay. Also Detektivin ist ja eigentlich jetzt nicht so mein Fall. Achso, das ist die Kung-Fu-Geschichte. Sollen wir? Ja, komm, mach mal, weil... Andere Wahl habe ich sowieso nicht. Die anderen würden wahrscheinlich auch nicht so lange dauern, aber die Verschwörung im Regen. Also, bei der Detektivgeschichte habe ich ja immer relativ lange gebraucht, weil das mit diesen Rätseln ja nicht so mein Ding ist. Ich bleibe bei meinen Kreuzworträtseln. So Leute, kleiner Cut war leider notwendig. Fragt bitte nicht warum, ich musste leider spontan kurz weg. Deswegen, ja, kommt leider ab und zu mal vor. So, was haben wir da Schönes? Bei der Detektivin. Ich meine, das Problem ist, da suche ich auf alle Fälle den Anfang ab. Weil es kann schon sein, dass da wieder irgendwas ist. Weil die Detektivin, I don't know, ich weiß einfach nicht, aber mit deren Fähigkeiten bin ich einfach überfordert. Weil diese Geistesblitze, Alter. Hallo Detektivin. Ein guter Hilfsdetektiv kommt immer 5 Minuten zu früh und deshalb bin ich schon hier. Ich brauche deine Hilfe, weil sich ein Verdächtiger in der Stadt herumtreiben soll. Er geht wohl jeden Tag diese Straße entlang. Halten wir hier nach ihm Ausschau. Ja, muss ich jetzt wieder... Leute verdächtigen, oder? Ja, natürlich. Also ich kann gar nichts machen. Ja, gut, okay. Also, wenn es so ist, dann ist es natürlich einfach. Weil beim letzten Mal war ja das nicht zu erkennen, wer der Böse ist und wer nicht. Vielleicht erfahren wir von ihm unbemerkt, dass... Ich glaube, er dreht sich... Okay, hab's verstanden. Müssen schauen, dass uns der nicht sieht. Ich meine, sieht man überhaupt nicht die Kappe. Alter. Das hätte man auf alle Fälle gesehen. Da vorne das Blumenbeet, oder? Nee, ich muss mich da hinten verstecken, ne?
Der verschiebt das, der Arsch! Ich wurde nur mitgeschoben, das war mein Glück gerade. Und jetzt? Okay, jetzt haut er ab. Ich glaube, der hat gemerkt, dass da was faul ist. Das Herz nämlich gern mit, das sind ein paar Münzen, ne? Der Plan läuft wie im Schnürchen. Ihr wisst schon, was ist bald bereits. Das hört sich nicht gut an. Wir treffen uns im Versteck. Passt auf, dass man euch nicht folgt. Es gibt also einen großen Plan, aber wo ist der Verdächtige hin? Aber Alter, der hat das einfach verschoben, der gerade vorhin. Jetzt hat mich fast erwischt. Okay, gut. Das sieht, glaube ich, jeder Blöde. Ein Briefkasten einfach so. Wetten, also der hat sicher was zu bedeuten. Ich schau kurz mal weiter. Ob der Verdächtige dorthin gegangen ist? Okay, die Tür ist sicher nicht. Random, also random safe nicht. Ah, da ist der Schleifentyp. Ich liebe die Werke von Victor Fantastisch, aber ich weiß wirklich nicht, welches davon echt ist. Bitte finde heraus, welches Gemälde echt ist. Ja, wow. Okay, drei Möglichkeiten. Ich wette, zwei Herzen gehen flöten. Safe call. Nur eines dieser drei Gemälde ist ein Original. Das bekannte Maler ist Victor Fantastisch. Ich gebe dir ein kleines Geschenk, wenn du herausfindest, welches es ist. Okay, sind das zwei Belohnungen in einem? Also er gibt mir die Schleife und der gibt mir dann einen Funkelstern vielleicht. Das Gemälde mit dem Schloss wurde nicht von mir gemalt. Lass dich nicht täuschen. Ja, ich bin einfach nur ein Künstler. Niemand Wichtiges. Warte nochmal. Ja. Okay, das Schloss ist... Okay, das heißt, eins von den beiden hat er gemalt. Das Schloss wäre damit eine... Aber ich bin jetzt offen und ehrlich. Es ist eines komplett anders und das ist das hier. Das wirkt so... So Oldtimer-mäßig. So alt einfach. Ich nehme das. Also das mit dem Schloss wird sonst sein, wenn es das nicht ist. Ich sag, das in der Mitte hat der selbst gemalt. Ich habe das Herz schon flöten gesehen. Du hast ein großartiges Auge für Schönheit. Diese echte Fantastisch soll dir gehören. Ich wusste, dass du dieses Rätsel lösen kannst. Beeindruckende Detektivarbeit. Was sagst du, dieses Gemälde ist für mich sehr gut. Ich danke dir, dann ist dies für dich. Gut, das heißt, wir haben die Schleife schon mal. Victor Fantastisch wäre sicherlich sehr stolz auf deinen Scharfsinn. Okay. Vielleicht, das werden wir nicht mehr fragen können. Ja, und ich lege mich fest, das Ding hat was. Hier liegen alle möglichen Dinge herum, ob sie zu einem der Läden hier gehören. Also das ist offensichtlich. Aha! Ja, natürlich, war klar. Wenn das erste Level von der Detektivin auch schon so gewesen wäre, dann wäre ich da schnell durchgekommen. Nee, da habe ich... Wie lange gebraucht? Ich glaube 30 Minuten mindestens. Halt zusammengekattet ein bisschen. Da ist er wieder, diesmal entwischt er uns nicht. Gut, hier ist alles clean. Oh, ist das schon wieder verstecken, natürlich. Was passiert wirklich, wenn mich der Typ eigentlich erwischt? Oh, du bist ein Idiot. Also diese Schilder sind kein verlässlicher Sichtschutz. Der eine schiebt es einfach weg, der wirft es um. Gut, da kann ich nichts machen. Mein Kumpel wohnt im Mietshaus dort die Straßen runter. Vielleicht lädt er mich mal ein. Okay. Da funkelt's. Ein paar Münzchen. Okay, gut. Da ist unser Detektivkumpel. Man munkelt, dass sich hier irgendwo ein Banditenversteck befinden soll. Ja klar, drei Türen mal wieder. Keine Ahnung. Werden wir gleich gucken, ne? Da rechts geht's auch noch weiter. Ah, da ist so ein Ding wieder. So ein Licht. Bonus! Nehme ich gerne. Bitte mit Funkelstern. Ah, da links funkelt schon. Okay, gut. Also bis dato keine Ahnung. Also beim ersten habe ich mich gequält. Vielleicht war das eh einfacher, als ich dachte. Nur ich war halt einfach dumm. Der zweite Scheiße. Ich habe schon wieder irgendwo einen übersehen. Ach, come on. Was soll das? Vor allem, warte, wie viel sind das?
7 Stück nur. Deins übersehen ist halt auch einfach peinlich. Wenn jemand verdächtig ist, ich habe niemanden gesehen. Vielleicht ging er in eins der Häuser. Hoffentlich nicht in das von meinem Bruder und mir. Wir wohnen in der Wohnung ganz rechts. Okay, das heißt, das Rechte kann schon mal nicht sein. Mein Banditenversteck würde in der eigenen Wohnung auffallen. Wir können jetzt die, ihr wisst schon, was fertigstellen. Treffen wir uns im Versteck. Ja gut, vielleicht ist auch Mitglied, man weiß ja nicht. Vielleicht ist der was. Also, wobei es wird ziemlich... LOL, ich glaube, jetzt schnall ich's. Okay, das wird fake sein. Links ist ein Sternsymbol. Das ist safe der erste Funkelstern. Safe Call. Ja gut, dann halt nicht. Gut, dann halt goldene Mitte. Goldene Mitte ist normalerweise falsch. Hab ich immer so gelernt. Also gelernt, gut gesagt, mehr eingeprägt. Aber natürlich ist die goldene Mitte mal wieder richtig. Ja, rechts konnte es nicht sein, war klar. Lol, da ist... Ja, das ist der erste Funkelstern. Okay, ich hatte ihn gar nicht vergessen. Das ist ja mega mies. Stell dir vor, du findest das rechts als erstes, siehst, da fehlt dir einer und du startest jetzt neu und suchst die ganze Zeit wie ein Irrer. Schon bald wird diese Stadt unser Geheimnis an einem Geheimort. Und fertig. Die Bombe? Du bist ein Idiot. Watson, was kannst du eigentlich? Funkel Watson, wohlgemerkt. Das ist schon wieder sowas. Okay. Vielleicht auch wieder ein Funkelstern. Dann haben wir schon zwei allein schon dadurch gefunden, ne? Ja, das sieht gut aus. Könnten aber auch nur Münzen sein. Okay, es sind leider nur Münzen. Verdammt! Sonst ist da nirgendwo was. Die Jukebox da hinten vielleicht? Nee. Okay, war diesmal leider nur ein Münzbonus. Schade drum. Ah ja, stell dir mal vor, es gibt da so eine 100% Herausforderung. Du musst alle Verstecke einmal besucht haben, auch die mit den Münzen. Da gibt es sicher schon zwei oder drei, die ich gar nicht gefunden habe bisher. Was willst du denn? Das ist ja furchtbar, sie wollen etwas in die Luft sprengen. Aber wenn wir wissen, was ihr Ziel ist, können wir sie aufhalten. Du bist doch Detektivin. Weißt du, wo sie ihre Bombe platzieren wollen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, Dicker, woher soll ich das denn wissen? Ich mache erstmal die Kiste auf. Wieder Münzen. Seht euch nur die ganzen Bomben an, wenn auch nur eine von ihnen losgeht. Gut, da ist schon mal kein Hinweis darauf. Oh ja, das sind richtig gefährliche Chemikalien. Wollten sie damit Bomben herstellen? Na nun, da ist noch etwas anderes. Ein paar Münzen, okay. So, schauen wir mal. Da oben ist eine Karte, die sieht man ganz schlecht. Das sieht wie eine Karte aus, aber dass irgendetwas mit ihrem Plan zu tun hat. Warte mal. Wenn das der Start ist... Was war denn da alles? Was hatten wir bis jetzt alles gesehen? Nein, nein. Den Tower könnte ich mich auch jetzt nicht erinnern. War eine Bücherei da um die Ecke? Platzieren an Glocke, Detonation, Mitternacht. Hier stand der Plan, aber man kennt nur einzelne Wörter. Das Blatt wurde herausgerissen. Okay, eine Glocke macht es natürlich einfach, weil das kann halt nur das sein. Das ist ein exakter Nachbau des Uhrenturms der Stadt. Also das Stück spielt, by the way, scheinbar in London. Das ist ganz klar Big Ben, was das darstellen soll. War auch der Dritte. Ah, sie haben also den Uhrenturm im Visier. Ich wusste, du würdest sie durchschauen. Wir müssen die Polizei verständigen und wir sollten schnell zum Uhrenturm gehen. Digga, warum ist das jetzt so einfach auf einmal? Danke, dass du uns wieder bei einem Fall hilfst.
Wir konnten bestätigen, dass drei Personen mit einer Bombe in dieses Gebäude betreten haben. Wir gehen jetzt rein. Ja, lasst mich bitte mitgehen. Da ist sicher wieder ein bisschen was versteckt. Ja, genau. Asozial. Weil ich mich nicht vorher umgucke außerhalb. Da ist auch noch was. Ein Funkelding. Ach so, die Lampe zum Leuchten bringen. Okay, dann machen wir das hier auch gleich. Achso, die leuchtet schon. Gut, dann würde ich mal behaupten, das passt. Ja. Und der vierte war schon wieder unfair. Man sieht sich. Wir sollten den Aufzug nehmen, um ihn zu folgen. Oh ne, ich sehe da Zahlen. 5, 9. Da steht eine 6, da steht eine 8, da ist verwischt. Diese Zahl wurde übermalt, aber man kann nicht erkennen, was da einmal stand. Warte, ich soll jetzt von insgesamt 6 Möglichkeiten eine richtige finden. Habe ich gedauert. Soll ich jetzt schon. Da ist keine Treppe, das ist ein Problem. Mit dem richtigen Schlüssel sollte der Aufzug funktionieren. Aber warte mal, da steht eine 6 drauf. Okay, ich glaube, ich habe schon geschnallt. Nehmen wir an, die 9, die wir hier haben, die ist einfach nur runtergefallen. Also so, ihr wisst schon, so 180 Grad runter. Ja, dann wäre es eine 6. Da steht kein Punkt dabei, deswegen. Das wird passen. Eine andere Methode sehe ich da ehrlich gesagt gerade nicht wirklich. Ich bin Bombe heute. Ich bin Bombe. Oder das ist ja wirklich der Schlüssel für den 6. Stock. Sag nichts, Leute. Da kommt er schon wieder, der Aufzug. Du hast es geschafft. Jetzt können wir ihnen folgen. Ja, aber was mich noch immer interessieren würde... Hä? Okay, das Licht hat da scheinbar nichts zu suchen. Ich traue mich irgendwie gerade nicht hochfahren, weil safe hat da irgendwas noch was zu bedeuten. Aber ich gehe einfach hoch. Wir sind es eh, wenn der fünfte fehlt. Ich meine, so lang ist das Level tatsächlich noch gar nicht. Und das Rätseln geht weiter. Oh my fucking God. Nein, nicht sowas. 900 Milliarden Aufzüge. Achso, nee, da ist gleich der Ausgang. Okay, da schaue ich mich da unten nochmal kurz um. Also das Absperrung da, das glaube ich euch nicht. Da ist nix. Da hinten hat es ja kurz aufgeleuchtet. Achso, ich kann da durch, okay. Hab dich schon gesehen, mein Freund. So viele Dokumente, am besten rühren wir sie nicht an, sonst kommen wir sie noch durcheinander. Oh, darunter glänzte etwas. Ah, oh, scheiße, ich dachte Funkelstern. Mein Rohr, vielleicht gehört das zu dem Mechanismus, mit dem die Uhr betrieben wird. Ja gut, also wer da nicht Geistesblitz drückt, weiß ich auch nicht. Verhaftet! Einer von ihnen hatte sich also dort versteckt. Zum Glück haben wir eine clevere Detektivin. Heraus damit, wo ist die Bombe? Hey, hier ist die Bombe nicht, aber verschwendet ruhig noch mehr Zeit. Was für eine Nervensäge. Geht ihr weiter, ich kümmere mich hier um alles. Okay, ich glaube, ich weiß, wo die letzten zwei Funkelsterne sind. Es waren drei, die da hochgefahren sind. Das war jetzt einer. Zwei fehlen noch. Wird Sinn machen, oder? Also ich gehe stark davon aus, wir müssen die anderen beiden noch finden. An mir kommt er nicht vorbei. Der will kämpfen. Danke, Freunde, weil die Detektivin kann nicht kämpfen. Übergib uns sofort die Bombe. Wie, du hast sie nicht dabei? Wo ist sie denn dann, Reda? Sucht so lange ihr wollt. Im obersten Stock ist sie jedenfalls nicht. Wir werden die Wahrheit schon erfahren. Nutze dein detektivisches Können, um herauszufinden, wo die Bombe ist.
Gut, dann ist das leider doch nicht der Fall. Gut, die kann ich noch alle fragen. Ja, dann geht's hier ganz normal weiter. Detektivin, ich habe eine Idee. Gehen wir doch mal hier rein. Ja, habe ich eine andere Wahl? Also außer runterspringen geht da gerade nicht viel. Der will uns doch bestimmt hereinlegen. Die Bombe muss im obersten Stockwerk sein. Oh nee, ich sehe da schon wieder rechts so einen Schlüssel. Zuerst einmal müssen wir ins oberste Stockwerk gelangen. Aber wie kommen wir dorthin? Ja, Schlüsselsuche. Lol. Ich wollte gerade sagen, dass ich jetzt festgepackt bin. Bitte nicht! Was ist das? Ein Teil von etwas? Aber wo gehört es hin? Da ist auch nochmal so eins. Ah, das hat das Zahnrad verlegt gehabt, okay. Da ist noch so ein Teil. Ach lol, ich sehe schon, das gehört da eingesetzt. Da ist auch was drin. Schon wieder nur Münzen. Jetzt reicht's aber langsam mit den Münzen. Ja, es geht sich tatsächlich aus. Gut, das heißt, den Aufzug haben wir schon mal. Der letzte Funkenstern ist safe bei der Bombe. Really? Also selbst ohne Fußspuren hätte man das erkannt. Ich hoffe mal, das ist nicht der Bombentyp jetzt. Ich will nur deinen Funkelstern haben, den du hast. Safe call. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier einer von ihnen finden. Gut gemacht. Weiter so, werte Detektivin. Ha, mich habt ihr vielleicht erwischt, aber die Bombe tickt noch. Tick, tick, tick. Überlass diesen Nichtsnutz ruhig mir. Finde du die Bombe. Dankeschön, nehme ich gerne. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, wie er mit den Zahnrädern verbunden ist. Okay, das hat da... Das eine ist ein bisschen golden. Achso, da fehlt was. Ja, okay, gut, ich weiß schon. Da ist eins in mehrere Teile zerbrochen. Da war ich den Schlüssel wieder. Das Zahnrad ist in mehrere Teile zerbrochen. So können wir es nicht verwenden. Ja, was soll ich jetzt machen, Junge? Gut, mit diesem Mechanismus öffnet und schließt man also den Schacht. Wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass er mit den Zahnrädern vor... Okay, eine Idee hätte ich, das geht. Ich könnte das rausnehmen und dann hier verwenden. Ja, das geht tatsächlich. Achso, warte, da war was da... Oh Gott. Wir überprüfen alles, Leute. Okay, hier gibt es kein Weiterkommen, aber da ist der Schlüssel dann. Tatsächlich. Das war ein Schacht, verdammt. Das hätte ich jetzt gar nicht erkannt. Also Leute, ich bin top heute bei der Detektivin. Also ich habe safe gerechnet, dass das eine halbe Stunde oder so dauert, mindestens. Wir sind zwar jetzt auch schon bei 20 Minuten, aber... Oder beziehungsweise, dass ich länger faile, aber... Bis jetzt halte ich mich eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, ich war das erste einfach wirklich zu blöd. Jetzt sind wir ganz oben im Uhrenturm. Die Bombe muss hier irgendwo sein. Wenn wir die Sache gemeinsam auf den Grund gehen, können wir das Rätsel lösen. Doch wir müssen uns beeilen, die Bombe explodiert bald. Ja, okay, da rechts ist ein Schrank, das ist schon mal auffällig. Ein Tuch? Gut, das könnte sein. Da komme ich gar nicht hoch. Eine Kiste? Das tickt, okay, da ist was. Schauen wir uns gleich an. Ich gehe erstmal das durch, weil ich glaube, da wird sich wer verstecken. Also das Ticken links ist klar, dass da die Bombe ist. Ich will das aber nur überprüfen. Okay, da ist einfach nur Globus drin. Okay.
Gut. Hey, warte mal. Ah. Wenn die das noch hinhauen würden, ne? Komm raus, mein Freund, ich hab dich entdeckt. Hä? Das war die Bombe? Okay, gut. Links war ein Ticken, ich dachte so, hä? Mal, es gibt nichts zu feiern. Ich wollte gerade sagen, warum freut ihr euch eigentlich so? Die Bombe ist im roten Bereich. Uns geht die Zeit aus. Was machen wir nur? Oh, gute Idee. Direkt unter diesem Fenster ist ein Fluss. Weltklasse-Wurf, Junge. Okay. Heavy. Aber Watson hat schon wieder fast verkackt. Das ist unglaublich. Der Junge. Also mit dem werde ich nicht schlau. Aber Leute, wir haben es mal wieder geschafft, ein Level einfach so 100% hinzubiegen. Also alle Sterne und jede Schleife. Oh, jede Schleife, gut gesagt. Die eine Schleife halt. Das freut mich wirklich. Ja, das Level hat natürlich wieder sehr viel Zeit geschluckt. Und deswegen wird natürlich heute kein zweites kommen. Wobei, ich befürchte gerade was ganz anderes. Bis jetzt waren immer zwei Level von einem, dann der Funkeli. Das ist nicht gut, was ich mir gerade im Kopf ausmale. Ja, es passiert. Der Detektiv Funkeli braucht Hilfe. Das ist lol. Aber wirklich. Gut, Leute, aber der Part ist lang genug. Das machen wir alles dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Ciao, ciao.